Duskmourn, House of Horror, ist im vollen Gange zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben es am Anfang schon mal gesagt. Es ist ein bisschen awkward für uns. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir noch nicht alle Karten gesehen, aber einen Großteil. Das heißt, wir können noch nicht 100% mit unseren Top-Listen anfangen. Aber wir wollen trotzdem natürlich über neue Previews reden. Aber dementsprechend nächste Woche unsere abschließenden Top-Listen dazu. Aber natürlich die Frage erstmal an dich. Hast du denn Karten, wo du sagst, darüber möchtest du jetzt heute auf jeden Fall schon mal reden? Tatsächlich. Also ich habe eine Karte, die zweimal drin ist. Tatsächlich. Okay. Denn, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht im Podcast selber erwähnt, es gibt bestimmte Karten, die eben noch Schattenversionen von sich selbst haben. Mhm. Leicht veränderte Versionen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Clockwork Percussionist nehme. Mhm. Erstmal eine ziemlich große, großartige Karte, weil sie ist eine Kamen. Ein Mana, 1/1 Eile, ein rotes Mana, Artefakt, Monkey, Toy. Mhm. Und wenn er stirbt, also vom Feld auf den Friedhof geht, können wir die oberste Karte des Decks exilen und können sie bis zum Ende der nächsten Runde spielen. Was mega ist, wenn man zum Beispiel im Pauper im Mono-Red Kudota halt haufenweise Artefakte hat, die man opfern kann und so und so fort. Und damit halt ein Mana 1/1 Eile schon sehr gut ist. Und ich da auch sehen kann, ja, dass man ihn tatsächlich spielt. Da bin ich mal drauf gespannt, ob der das schafft. Aber den gibt es eben in zwei Versionen. Das ist auf dem Artwork halt so ein Affe, der halt auf so eine Trommel haut, wo halt so ein Monstergebiss rauskommt und so eine Zunge. Mhm. Und es gibt die eben einmal mit dem Schatten und einmal ohne den Schatten. Ja. Und das, finde ich, ist wieder so eine Detailverliebtheit, die wir das letzte Mal bei Card of Mana hatten, wo dann irgendwelche Karten mit leicht anderem Artwork rauskommen und so weiter. Und das finde ich schon wieder sehr cool. Ich mag auch, dass es halt so subtil ist, weil, wie du schon meintest, mir wäre es, glaube ich, gar nicht aufgefallen, hätte ich es nicht so Side-by-Side direkt gesehen. Und es war sogar so weit, dass als wir das letzte Woche in den Special Treatments auch besprochen hatten, dass selbst bei der Karte, die sie das angekündigt haben, habe ich so links und rechts immer wieder gucken müssen, was verändert sich denn jetzt hier? Weil manchmal ist es halt sehr offensichtlich. Wir haben auch zum Beispiel sowas wie Reluctant Role Model, wo auf dem einen Artwork ist der Typ einfach nur drauf, auf dem anderen Artwork ist da so ein Spinnenwesen mit drauf. Und ne, da merkt man es schon ziemlich eindeutig, aber sowas wie, was du eben meintest mit dem Clockwork Toy, ist es schon sehr subtil und auch ziemlich nice dann zu finden. Würde ich auf jeden Fall zustimmen. Aber tatsächlich kann ich vielleicht auch anfangen mit einer gewissen Duskmourn-Kritik mit dem eben erwähnten Reluctant Role Model. Denn wir haben letzte Woche auch schon gesagt, und eben auch in einem Commander-Deck-Besprechung, dass die Artworks sind eigentlich schon ziemlich cool und ziemlich nice. Das trifft aber auch nur auf die Monster zu, denn ich habe gelernt, dass es sehr viele sehr nervige Artworks gibt, die mich sehr irritieren, und Reluctant Role Model ist da auf jeden Fall einer davon. Ich meine, das Artwork hatten wir auch schon in Amsterdam gesehen und es wirkte schon, ich glaube, das war das, was am meisten Ghostbusters geschrien hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das irgendwie, nimmt das sofort was von diesem Horror-Setting. So klar, es ist ein Survivor, aber es ist auch gleichzeitig so ein smirky Guy, sowas wie Dashing Bloodsucker, so ein Vampir, der sich die Sonnenbrille so hochschiebt und dann dir so zuzwinkert. Irgendwie nimmt mir das halt schon wieder so ein bisschen dieses Gefühl von, jetzt ist es halt doch nicht mehr so Horror, jetzt sind wir alle wieder cool und lässig und humorvoll drauf. So ist auch wie Cynical Loner. Auch so ein Goth-Girl mit so einem Pit-Boy sieht's fast aus. Und ich meine, ich verstehe schon die Referenz. So, es ist halt so dieses typische, was halt in Horrorfilmen mal wieder auftaucht. Aber trotzdem ist es halt so ein bisschen, kommt schon, nimmst du euch doch ein bisschen ernster. Oder glaubst du, ich bin da ein bisschen zu engstirnig dran? Oder siehst du das auch so wie ich? Ich sehe das anders tatsächlich, was die Bewandtnis hat, dass ich auch viele Artworks erst glaube, dass die Menschen, die Leute es erst richtig sich entfalten müssen. Okay. Gutes Beispiel dafür ist Twitching Doll. Mhm. Eine Karte, die halt einfach eine Katzenpuppe zeigt, wenn man sich es anschaut. Ja. Wenn man aber reinzoomt, wird man sehen, dass da ganz, ganz viele Spinnen auf einem Haufen krabbeln und diese Puppe bilden. Und ich glaube, dazwischen haben wir eine sehr gute Synergie. Wir haben auf der einen Seite diese doch sehr goofigen Artworks, sag ich mal, die eher so, ja, keine Ahnung, 70er Jahre Horrorkram ist. Mm. Auf der anderen Seite haben wir halt sowas wie Twitching Doll, was halt echt creepy ist. Also zumindest das Bio-Box-Artwork ist der Hammer. Ja. Und das Dritte, was wir aber noch haben, ist halt dieses, ja, 70er, 80er Jahre Trash-Horror.
Und das gehört ja halt auch einfach dazu. Also gerade in den Kamps und Ankamps gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo ich mir denke so, wow. Also wie gesagt, Dashing Bloodsucker ist für mich eine der schlimmsten Karten überhaupt. mit dem 4-Mana-2-5 Ich bin Blade. Ja. Da steht einfach drauf, ich bin Blade. Was der sonst kann, ist egal. Es geht nur um das Artwork. Ja. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Sachen. Auf der anderen Seite gibt es halt auch da ganz viele andere Sachen, die wir noch, glaube ich, noch finden müssen. Und deswegen glaube ich schon, dass das so eine sehr erkundbare, sehr crazy Welt ist. Hm. Also vielleicht hast du da recht, dass es vielleicht dann beim Spielen so eine etwas andere Dynamik dran hat. Aber wo ich am Anfang sehr gehypt war auf den Artworks, die wir gesehen haben, dachte so, oh krass, das ist schon wirklich cooles Artwork, was mich richtig intrigued, habe ich halt bei so anderen Artworks, bei den genannten Beispielen, nur knallhart mit den Augen gerollt. Und ich dachte so, oh Jesus Christ, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also Cynical Loner ist da für mich halt nochmal ganz, ich weiß nicht, irgendwas ist es halt so von wegen so, ich glaube, ich mag es nicht, wenn so Horrorsituationen sich die Charaktere wichtiger nehmen als die Situation, weil das gleichzeitig so ein bisschen suggeriert, dass es halt nicht so kritisch ist, wie es vielleicht am Anfang hieß, und das nimmt dann so ein bisschen den Druck raus. Auf der anderen Seite hast du halt neben Cynical Loner als Artwork hast du aber auch den diesen Hauptbösewichten, diesen schwarzen Dämonen, oder auch zum Beispiel die ganzen Overlords und so weiter, wo ich denke, okay, das ist halt richtig krasses Artwork, wo ich mir denke, holy shit, was ist euch da denn durch den Kopf geflogen? Und auch selbst sowas wie Twitching Doll, was du meintest, was halt einfach so ganz viele Spinnen sind. Das ist schon irgendwie cool, ist so ein bisschen zweigespalten. Aber bisher hat das meinen Eindruck jetzt noch nicht so geschmälert, dass ich mir denke, okay, das ist ist jetzt kein gutes Set Artwork-wise. Aber unabhängig von meinen Meinungen zu Artworks haben wir so ein paar neue Ankündigungen bekommen, ein paar neue Cycle und unter anderem den Rare Land Cycle bekommen, der ziemlich cool ist, wie ich sage. Wir haben einen Cycle an Ländern, die erstmal nur für eine Farbe tappen, aber sich quasi aktivieren, wenn man einen Basic Land Typ von der anderen Seite hat. Wir haben zum Beispiel Blazemire Verge, ein Land, was einfach nur für Schwarzes tappt, aber für Rot tappt, sobald man ein Swamp oder ein Mountain kontrolliert. Und ich kenne das eigentlich nur bisher von den Tainted Lands, heißen sie, glaube ich, die immer nur triggern, wenn man, oder die man dann für die andere Farbe tappen, wenn man ein Swamp kontrolliert. Wie findest du hier den Ansatz, dass man sagt, okay, man hat beide Basic Land Types drin und hat damit auch so ein bisschen Incentive, nicht nur Dual Lands zu spielen? Also Tainted Lands waren ja tatsächlich so, dass sie farblos gemacht haben. Und dann blau und schwarz, wenn du einen Sumpf kontrolliert hast. Da ging es ja wirklich darum, dass du aktiv immer einen Sumpf haben musstest. Ja. Und dann gibt es halt sowas wie Bodylands oder so. Und es gibt halt auch so ein Cross-Ding gibt es auch mit Maze of the Nimbus. Ein blau-weißes Land gehört zu dem zum Cycle, wo auch Groove the Burn Willow zugehört. Und Hedi finde ich mega. Ich finde die sehr cool, dass sie halt für ein weißes Tab. Und wenn du eine zweite weiße Quelle daneben legst, verwandelt die sich in eine blaue zum Beispiel. Ja. Aber du kannst auch eine blaue Quelle haben und dann Doppelblue haben. Ja. Also es ist ein sehr, sehr mächtiges Land, das Endtappt ins Spiel kommt, etwas tut. Und wenn du irgendeine Art von Basic Land Type hast, dann wird es nochmal besser. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein sehr, sehr guter, also eine sehr gute Möglichkeit ist, an bessere Länder ranzukommen, wie zum Beispiel an Bodylands oder sowas. Ja. Total. Und vor allen Dingen, was ich halt auch schön finde, ist, dass sie immer noch eine Farbe priorisieren. Also bei Blazemire Verge, dem Rakdos-Land, ist es quasi so, das könntest du ohne Probleme in einem schwarzen Deck spielen, was rot splasht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Land draußen hast und ein Swamp, ist halt. Oder ein Mountain halt. Genau. Aber halt gerade, wenn du dich auf eine Farbe konzentrierst und sagst, wie zum Beispiel das, ich muss gerade an das Rakdos-Vampir-Deck denken, was jetzt leider gebannt wurde in Pioneer. Aber das war quasi bis auf zwei Ausnahmen ein komplett schwarzes Deck. Und da das reinzunehmen, ist halt quasi Free Value, weil du hast eigentlich immer einen Swamp auch mit drin gehabt, sodass du die rote Seite eigentlich quasi immer aktiviert hast. Und so musst du gar nicht in deiner Landbase unbedingt diesen Split zwischen Swamp und Mountains machen, sondern kannst dich auf eine Farbe konzentrieren und hast dann auf jeden Fall vier weitere Sources von der anderen Farbe aber auch immer verfügbar. Und das finde ich auf jeden Fall designmäßig sehr, sehr spannend. Und ich mag zum Beispiel auch hier, dass sie jetzt nicht so
offensichtlich gut sind, sondern dass es eine weitere Budget-Version sein kann von einem umgetappten Dual-Land, was man halt auch eben in Commander verwenden kann, was man auch in Standard-Decks verwenden kann. Weil sie sind nicht offensichtlich gut wie die Shock-Lands oder die Fetch-Lands oder Fetchable-Lands oder sowas. Und dahingehend finde ich das auf jeden Fall gut. Und auch sie synergieren sehr gut mit den Survey-Lands aus Call of Mana, dadurch, dass die ja die Land-Types eben haben. Und deswegen, also ich finde den Land-Cycle auch auf jeden Fall gelungen. Ich bin gespannt, wie hoch der Impact sein wird, auch gerade vielleicht in älteren Formaten. Aber was ist denn noch eine Karte, über die du sprechen möchtest? Tatsächlich The Mindskinner. Hm. The Mindskinner ist eine 3-Mana legendäre, ja, sie ist leider keine Krabbe, aber sieht aus wie eine Krabbe. und zwar ist ein Nightmare, also ein Horror-Albtraum. Ja. 3-Mana, 10-1. Ja. 3 blaue Mana. Ja. Kann nicht geblockt werden. Und immer wenn eine Schadensquelle, die du kontrollierst, dem Gegner Schaden zufügt, wird diese verhindert. Und jeder Gegner milt stattdessen so viele Karten. Das ist insane lustig, ja, weil er halt nicht geblockt werden kann. Er ist der Commander mit 10 Angriffsstärken. Ja. Und jede Quelle, die dem Gegner Schaden zufügt. Und es gibt sehr viele, gerade von früher in Blau, Karten, die unblockbar sind. Mhm. Und wenn man da wirklich so ein unblockbar Deck bauen möchte, hat man jetzt die Möglichkeit und man hat noch einen sehr coolen Mill-Commander. Das ist halt eben das Ding. Ich habe schon, es gab ja wieder die Mark Rosewater Teaser zu dem Set und da hat er auch gesagt, ein 10-1 für 3 blaue Mana und alle haben so ein bisschen gedacht so, hä, was soll das sein? Aber das, dadurch, dass sie den Twist haben, dass er halt nicht geblockt werden kann, was auch wieder insane ist, aber quasi den Schaden prevented, sondern dich auf einen komplett anderen Plan quasi gehen lässt, finde ich halt schon ziemlich, ziemlich gut. Und gleichzeitig ist es aber auch gebalanced, weil es ist halt eine 10-1. Das heißt, alle Pinger werden das Ding runterhauen. Blocken ist natürlich kein Ding, aber ich denke sowas an Goblin Chainwhirler. Haut das Ding 4-mal weg, wenn du willst. So, ne? Klar, ist Legendary, aber gerade für so ein Mono-Blue-Mill-Deck könnte das schon irgendwie interessant sein. Man muss dann immer überlegen, wie gut Mill in Commander ist, wenn du 4 99-Karten-Decks millen musst. Aber trotzdem, ich finde das eine sehr, sehr spannende Herangehensweise und auch cooles Kartendesign einfach. Ja, blau, absolut. Aber anders. Genau. Tatsächlich die nächste Karte, über die ich sprechen möchte, die ist ein Reprint aus alten Zeiten und es ist eine Uncommon, wo man jetzt sagen würde, ha, vielleicht ist es nicht so eindrucksvoll, aber es ist Pyroclasm. Eine 2-Mana-Sorcery mit einem farbloses, ein rotes, was einfach nur sagt, Pyroclasm deals 2 damage to each creature. Was natürlich auch wieder den Mindskinner loswerden würde in dem hypothetischen Fall, aber halt vor allen Dingen auch eben ein sehr guter, sehr günstiger Sweeper ist gegen Agro-Decks. Und damit ist das Ganze auch Pioneer legal, weil das war eine Karte, die war bisher nur ab Modern legal. Ich glaube, das letzte Mal wurde sie in Magic Core Set 2011 im Standard gedruckt. Also es ist schon ein Weilchen her. Wurde danach natürlich in Modern Masters, Masters-Sachen und so weiter reprintet. Jetzt haben wir noch mal einen offiziellen Standard-Reprint, was es natürlich dann auch Pioneer-legal macht. Glaubst du, das wird große Wellen schlagen? Oder glaubst du, das ist so ein Ding, Pyroclasm, bevor das mal gut war in einem Competitive-Format? Das ist schon zu lange her, als es jetzt noch relevant wäre. Ich glaube tatsächlich Zweiteres, was einfach daran liegt, man hat halt sowas wie Anger of the Gods oder andere sehr gute Removal, Kozilex Return und so weiter und so fort. Man hat sehr, sehr gute Removal-Spells, auch in Rot mittlerweile. Mhm. Und ich glaube, dass der Zenit davon leider lang überschritten ist. Ja, also ich glaube, es gibt immer noch eine mögliche also gerade, ich denke natürlich immer an Pioneer, das ist als das, woran ich sofort denke, wenn ich Competitive Formate denke. Und was es da halt sehr gut erwischen würde in der Effizienz, wie es bisher noch nicht möglich ist, sind halt wirklich die ganzen Convoke-Decks. Diese ganzen, die dann irgendwie mit Lethal Demolition 3 Goblins Turn 2 machen wollen und das halt dann zum Convoken verwenden, um damit halt diesen Venerated Loxodon und sowas aufs Feld zu bringen. Das ist halt schon mal eine ganz gute Counter-Mechanik. Und wir wissen ja auch, dass Convoke und dieses Token-Making wird ja auch ein Ding von Call of Mana sein. Wir haben ja schon den Wandering Rescuer gesehen, der ja sich auch rausconvoken lässt. Und da ist es, glaube ich, eine ganz gute Counter-Mechanik zu. Aber wie du schon sagst, man muss abwarten, ob das halt wirklich die Rolle erfüllt, die man sich denkt. Mich hat es einfach nur gefreut, dass wir eine weitere alte Karte in Pioneer damit auch sehen und auch mal wieder in Standard sehen, wo sie tatsächlich noch mal scheinen kann, potenziell.
Was sind die nächsten Karten? Ja. Vor allem, weil man sie sonst halt nicht mehr so wirklich oft sieht. Das ist halt eben das Ding, ne? Was ist denn die nächste Karte, über die du sprechen möchtest? Ja, also wir haben eine Menge Kams und Ankams auch schon besprochen und geschickt bekommen. Ja. Aber ein Artwork, was ich großartig finde und eine Karte, die ich echt nicht zu unterschätzen finde, ist Unstoppable Slasher. Ah, ja. 3 Mana, 2/3 Death Touch, Zombie Assassin. Assassin ist hier wichtig für alle, die Assassin's Creed spielen. Ja. Immer wenn der Gegner Schaden zufügt, verliert ihr die Hälfte seiner Leben rounded up, also tötet auch noch. Und wenn er stirbt und keine Counter drauf hat, bringt man es wieder mit 2 Stun-Countern. Und Stun-Counter werden zu Beginn des Versorgungsmoments wird immer eine Stun-Counter runtergenommen. Das heißt, in dem Moment, wo er angreifen kann, ist er schon wieder vollkommen in Ordnung, dass er keine Counter hat. Und das ist eine sehr, sehr starke Karte. Ja, ich finde es auch sehr interessant, dass er sich selber wieder bringt. Und ja, es ist halt ein spannendes Design. Ich mag halt auch das Artwork einfach, wo so ein Kopf mit so einer Säge unten dran einfach rumläuft. Sieht gar nicht so gefährlich aus, aber wenn er dich dann trifft, dann ist es schon heftig. Sagen wir mal, du startest mit 20 Lebenspunkte, du verlierst die Hälfte davon, natürlich aufgerundet, das heißt, ein Lethal Damage ist immer schwierig mit ihm, aber es kann schon viel Schaden machen, wenn er denn durchkommt. Nee, Lethal Damage ist möglich mit ihm. Rounded up, nicht rounded down. Aber wenn du jetzt einen Lebenspunkt hast und du haust mit ihm, dann ist quasi half. Verliert die Hälfte seiner Leben aufgerundet. Ja, ach so, ja. Nee, das ist halt dieses weirde Abgesehen Schaden davon, dass er sowieso töten würde, weil er halt 2 Damage zufügt. Ja, okay. Also es wird aber ja nicht verhindert. Ja, das stimmt. Und das Geile ist halt, er hat auch Death Touch. Das heißt, wenn die Gegnerkreatur einen Jump blockt, werdet ihr nicht los. Wenn es eine große Kreatur ist, dann stört er eure Kreatur mit und er kommt in 2 Runden. Es ist eine ganz große Pestkarte, heilige Kacke. Ich glaube auch. Ich würde tatsächlich noch kurz auf einen Cycle an Karten angehen, die wir schon angefangen haben zu besprechen, aber wir wussten noch nicht, was sonst dabei sein wird. Und zwar der Leyline-Cycle, den wir hier drin haben. Wir haben schon über Leyline of Hope gesprochen, was so Life-Gain-Decks erweitert. Darüber hinaus haben wir jetzt noch Leyline of Resonance, eine rote Leyline, die natürlich auch ins Spielfeld kommen kann, wenn man sie auf der Opening Hand hat. Das ist halt so dieser Leyline-Text. Die besagt, whenever you cast an instant or sorcery spell, that targets only one single creature you control, copy that spell, you may choose new targets for the copy. Das mögen Mäuse, glaube ich, sehr gerne im Standard gerade. Ja, nicht nur im Standard, also es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, gerade in Pioneer gab es ja mal eine Zeit lang dieses Heroic Deck sozusagen, wo du halt die Kreaturen immer plus gemacht hast und dann verdoppelt hast und so weiter und so fort. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Leyline of Resonance, wenn du überlegst, du legst in der ersten Runde 1 Mana 1-1 Loot, in der zweiten Runde gibst du 2 Mal plus 3 plus 0, also gibst du plus 18 plus 0. Ja, das ist schon echt eine Menge. Da habe ich mir verrechnet. 6 plus 12 plus 0. Ja. Aber es ist halt insane gut. Total. Und ich glaube, es gab jetzt schon Lethal Turn 2 Attacks mit der Leyline draußen, wenn man irgendwie den Half-Flame Hero oder sowas spielt im Standard. Genau. Was crazy ist. Ich meine, das ist sehr unwahrscheinlich. Was dafür gesorgt hat, dass er sehr teuer geworden ist. Ja, genau. Der ist sehr gehypt. Die anderen Leylines ist noch Leyline of Transformation, 4 Mana blaue Leyline mit dem Leyline-Text. Und wenn es ins Spielfeld kommt, choose a creature type. Creatures you control are the chosen type in addition to the other type. Same is true for creature spells. You control any creature cards you own that aren't on the battlefield. Also dieser typische, ich glaube, Maskot Nexus ist es, der diese Creature-Type-Veränderungen macht. Als Leyline, potenziell for free, könnte spannend sein. In Constructed ist es eher so ein wenig gespielte Mechanik, aber ein Commander könnte ich mir schon vorstellen, dass das Play sieht. Gerade wenn man so Super Tribal Decks spielt, die quasi damit spielen, anderen Kreaturen so diesen Changeling-Text zu geben und dann quasi alle Sachen triggert, so ein bisschen Sliver-mäßig. Dann haben wir noch die Leyline of Mutation mit dem Leyline-Text, 4 Mana ebenfalls auch, und hier heißt es: You may pay Wuburg, also ein weißes, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes, ein grünes, anstatt die Kosten zu zahlen für Spells, um sie zu casten. Das heißt, das würde super teure Karten günstig machen, wenn man denn die 5-Farben-Restriktion irgendwie hinkriegt. Lustigerweise hilft da eine andere Leyline, die wir vorher bekommen haben. Aber ja, das sind so die neuen Leylines, die wir bekommen haben. Was sagst du zu der grünen und der blauen?
Ich verstehe nicht, warum wir schon wieder die Scheibe schwarze haben. Das muss anscheinend so langweilig sein, dass wir zum vierten Mal Leyline of the Void haben und es eine einzige schwarze Leyline gibt, aber irgendwie für jede andere Farbe jetzt drei oder vier. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir Leyline of the Void, genau, um den Cycle einmal voll zu machen, Leyline of the Void, die schwarze Leyline, sagt quasi, wenn eine Karte von einem Gegner in den Friedhof kommt, von irgendwoher, wird sie stattdessen geexiled, ist so ein typisches Graveyard-Hate-Piece und ist aber auch mit Abstand, glaube ich, die Leyline, die am meisten Play gesehen hat in Competitive Magic, weil es halt ein Free Graveyard-Hate sein kann. Das hat damals gegen Hogak einigermaßen geholfen. Das hat damals auch gegen Reanimierungszauber irgendwie geholfen. Also Phoenix. Phoenix ist so ein Ding, das kann man damit ganz gut raushaten. Aber ja, wir kriegen schon wieder dieselbe schwarze Leyline. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich finde es sehr schade, dass die Leyline of Mutation doppelgrün hat. Mhm. Ansonsten würde ich die mit Giganta ganz gerne mal spielen. Weil ich glaube, das ist insane gut. So, tapp meinen Giganta, bring irgendeine Kreatur aus meiner Hand ins Spiel. Ja, das stimmt. Das ist halt schon witzig. Ansonsten sind es halt Leyline. Leyline sind cool, Leyline können sehr viel machen und gleichzeitig können sie aber auch sehr, sehr wenig machen. Dementsprechend, ja, die sind okay. Ich glaube, das Kritische an Leylines ist halt immer so dieses, man will sie eigentlich nie wirklich casten, man will sie eigentlich immer for free haben und dann werden sie halt exponentiell schlechter, je länger sie verweilen auf der Hand. Aber trotzdem, also gerade so Leyline of the Void ist, glaube ich, ein nötiges, also nötiger Reprint im Sinne von, du hast ein Premium Graveyard Hate. Für Standard auch, in Pioneer war ja schon legal seit längerem, aber trotzdem immer nett zu sehen, die Karte wird auch zwischenzeitlich mal sauteuer, wenn mal wieder ein Broken Graveyard Deck umherläuft. Aber ja, das soweit zu Duskmourne, soweit wie wir es aktuell sehen können. Was sagst du denn gerade zum Set? Bist du immer noch so gehypt wie in der ersten Woche? Ja und nein. Also der Punkt ist halt, es ist sehr gruselig, es ist sehr creepy aufgebaut. Ich habe immer noch dieselbe Kritik, dass dieses Set nach Bloomborough die falsche Entscheidung ist. Mhm. Aber ansonsten finde ich das Set schon sehr, sehr cool und sehr, sehr horrormäßig aufgebaut mit Clown-Berserkern und was nicht alles ist. Es ist wirklich bisher sehr, sehr gut und mir gefällt es sehr, sehr, sehr. Ja. Ich würde da auch mitgehen. Wie gesagt, meine Kritik besteht so ein bisschen in der Diskrepanz zwischen den Überlebenden, die die Situation meiner Meinung nach nicht ernst genug nehmen, als dass ich da wirklich für fühlen würde, und den Monstern, die halt wirklich cool designs sind, die wirklich nice gemacht sind und wo auch das Kartendesign mit der Identität der Karte selbst übereinstimmt. Von daher, also ich freue mich immer nach wie vor auf Duskmourne. Ich hoffe, dass dieser augenzwinkernde Vampir nicht zu häufig auftaucht, weil ich glaube, dann raste ich aus. Doch. Aber es ist wirklich so. Also das Set ist wunderschön. Ich finde das Set richtig cool. Es ist, ich mag ja auch diesen janky Sachen, wie zum Beispiel, sie haben ja so eine Alien-Karte, die irgendwelche Karten entführt. Wir haben die ganzen Puppen und so. Das Set selber ist mega aufdesignt. Wie gesagt, ich frage nur, warum es nach Bloomborough kommt. Ja. Aber ansonsten finde ich das ein mega krasses Set mit so vielen Anspielungen auf so viele Horrorfilme. Das ist echt crazy. Ja, definitiv. Aber wie seht ihr das mit Duskmourne? Ihr habt jetzt an dem Zeitpunkt schon das ganze Set gesehen. Habt ihr Favorite-Karten aus dem Set, die wir das nächste Mal auf jeden Fall besprechen sollten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich da sehr freuen, von euch zu lesen.